Ja, liebe YouTube-Freunde, was passiert wieder einmal in der Frauwies? Heute werde ich den ersten Silage-Schnitt machen. Und zwar unsere 240er Einsaat-Mischung werde ich heute mähen und anschließend einsilieren. Ich habe bereits mit dem Rapid angemäht. Hier bin ich noch am Eingrasen in meinem Obstgarten. Und hier ist die Einsaat. Und wir sehen jetzt sehr schön, die Einsaat hat sich sehr schön entwickelt jetzt. Italienisches Reigras und englisches Reigras hat es vor allen Dingen und auch Mattenklee und da unten, wenn man es auf die Seite nimmt, sieht man auch der Weißklee, der ist auch schon bereit. Der wird dann auch, wenn der Schnitt weg ist, wird der auch loswachsen, noch mehr wachsen. Wir sehen jetzt, es ist Beginn Rispenschieben und das ist eigentlich zum Silieren der absolut richtige, der beste Zeitpunkt. Das verheißt sehr viel Energie im Futter und jetzt hat es auch recht schön Material, dass es einige Ballen geben wird. Unsere Futtererntemaschinen sind bereit. Ich zeige die noch schnell. Das ist, wir hatten ja vorher einen alten Fiat 450 DT. Den habe ich verkauft und habe mir an dieser Stelle einen Fendt Farmer 103S mit Allradantrieb und natürlich Turbomatik, Turbokupplung, Occasion gekauft über Ricardo, und zwar von hier, Andreas Herzig, vor allem hier Zimmerwald. Ich habe den letzten August beim heißesten Tag vom letzten Jahr habe ich eine kleine Schweizer Reise gemacht, bin mit dem Zug und mit dem Postauto nach Zimmerwald gegangen am Morgen früh und bin danach mit diesem Fendt nach Hause gefahren. Ich war etwa 7 Stunden unterwegs, habe leider die Kamera vergessen. Es hätte gute Bilder gegeben, als ich mit dieser Maschine durch die Stadt Luzern gefahren bin. Dann haben wir hier unseren Kreiselheuer, Marke Pöttinger, Eurohit, mit 6 Kreisel. Das Wichtigste hier ist eigentlich das Tastrad vorne. Mit diesem Tastrad kann ich die Höhe verstellen, die Kreiselhöhe. Und jetzt sehen wir, gerade da unten kommt Thomas Traber. Was hat er dann drauf? Ja, ein Mähwerk. Ich probiere ein Krone Frontmähwerk 3,10 m möchte ich heute ausprobieren, denn mein altes Niemeyer 2,75 m Mähwerk, Trommelmähwerk, ja, hat langsam aber sicher seine Stunden gemacht. Deshalb möchte ich jetzt einmal ein neues Scheibenmähwerk ausprobieren, wie sich das so anfühlt. Und hier sehen wir noch den Feller Kreiselschwader, um dann das Futter zusammenzutun.